So Leute, weiter geht's mit Let's Play Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir dieses kleine Kind wieder einmal gejagt und erneut hat er uns tief in den heiligen Hain hineingeführt, bis zu dieser Lichtung hier. Und nachdem wir dann etliche Pfeile in den Körper gebohrt haben, hat er dann aufgegeben und uns den Weg freigemacht, der kleine Junge. Auch komisch, ein kleiner Junge, der allein im Wald lebt und mit Puppen spielt. Naja, warum nicht? Gut, wir laufen jetzt mal weiter, und zwar durch den frei gewordenen Durchgang. Und schauen mal, wo wir denn hier genau gelandet sind. Und zwar genau hier. Und wir schieben erstmal diesen Klotz hier runter, der das Zeichen Triforce zeigt. So, kabam! Und somit können wir auch jederzeit wieder an diesen Ort hier zurückkommen. Gut, und wir kennen diesen Ort, Leute. Hier waren wir nämlich schon mal. Wer hätte das gedacht? Der heilige Hain. Hier ist das also. Ja, danke für die Info. Das war natürlich sehr informativ. Wir stehen wieder hier, nur sind wir jetzt nicht da unten, sondern hier oben. Auf dem Balkon quasi. Und müssen irgendwie hier durch. So seltsam es auch klingt, aber irgendwie ist da der Eingang zum Dungeon. Ich habe jetzt leider selber vergessen, was ich jetzt hier machen muss, um da reinzukommen. Egal, ich wollte sowieso noch mal was anderes gucken. Und zwar gehen wir jetzt erstmal nach unten. Wir können ja jederzeit wieder hoch, da wir ja diesen Klotz hinuntergestoßen haben. Yay, eine Schatztruhe. Aber die ist schon sehr, sehr alt. Da war wohl jemand vor uns da. Und da ist ein Insekt, Leute. Ein kleines goldenes Insekt. Es versucht sich zu verstecken und sich anzupassen in der Dunkelheit dort oben. Eine Schnecke. Komm her, du Schnecke. So. Eine männliche Schnecke haben wir gefangen. Yeah, und das weibliche Gegenstück ist natürlich auch hier irgendwo. Aber das können wir leider im Moment jetzt noch nicht holen. Gut, ich wollte gerne mal hier gucken, ob uns nicht ein paar Gegnerchen angreifen, denn ich würde mich gerne hierher teleportieren können. Oder können wir uns schon hierher teleportieren? Ich probiere es mal kurz. Einen Moment. Warpen. Ich möchte mich genau hierher warpen. Nein. Okay, hier können wir uns noch nicht herwarpen. Das ist doof. Denn ich habe 300 Rubine und das ist schon wieder viel zu viel, um in einen Dungeon zu gehen, glaube ich. Dann können wir möglicherweise nicht alle Rubine in dem Dungeon an uns nehmen. Das ist jetzt ärgerlich. Und hier ist die Lichtung, wo wir das Masterschwert rausgezogen haben. Und ich glaube, jetzt fällt mir auch wieder ein, was wir machen müssen. Wir stechen einmal zu. Kabam! Du-du-du-du. That's magic. Ja, damit haben wir sozusagen den Weg freigeräumt. Der Schlüssel, das Masterschwert. So, oh mein Gott, jetzt passiert's doch. Das freut mich natürlich. Oh nein, Fledermäuse. Und mal sehen, wie viel heute auf uns warten. 4, 5, 5 Stück, oh mein Gott. Und sie rasten alle aus und rennen schon auf uns zu. Und noch Fledermäuse, ja, na klar, warum nicht? Ah, Hilfe, lass mich alle hier. Wie sie uns umzingeln und da kommt noch einer und... Zack, bam, bam, gedort. So, sterbt alle. Bist du der Letzte? Nein, da sind noch zwei. Gut. Zack, zack. So, da haben sie sich alle gegen uns verbunden. Aber da waren es auf einmal nur noch zwei. Dann komm mal in die Mitte und spürt das Schwert. Nein, er ist ausgewichen. Und jetzt werden sie alle wieder leben. Och nö, das mache ich jetzt als Wolf. Oder haben wir so eine schöne Master-Attacke. Autsch. So, bam, bam. Vernichtend geschlagen. Komm her. Du musst auch in den Kreis. Nein. Da. Zack, zack. Da sind sie alle down. Das ist sehr schön. Da habe ich es vorher noch angesprochen und dann passiert es. Das freut mich. Jetzt können wir uns nämlich hier jederzeit wieder herwarpen. Ich glaube, das müssen wir sowieso. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Wir werden wieder zum Menschen. Und schauen mal, ob wir jetzt was anrichten können da oben. Denn diese Statue ist verschwunden. Wir gehen mal dahin. Irgendwas muss jetzt passieren. Hoffe ich natürlich, sonst kommen wir da nicht rein. So, wir öffnen die Tür. Und dahinter befindet sich... nichts. Doch,
Das ist nämlich ein Tor zu einer anderen Dimension. Oh mein Gott, wir reisen zurück in die Vergangenheit. Denn nur so können wir den Tempel erreichen. Es ist ein Retro-Tempel. Ich gehe jetzt wieder zurück, denn ich hatte ja schon gesagt, wir haben zu viel Rubine, wir sind mal wieder zu reich. Ach ja, ja, das wäre so schön, wenn ich auch im echten Leben solche Probleme hätte. Und deswegen spenden wir jetzt mal unser Geld ganz schnell. Wir sind ja auch ein Wohltäter, das ist ja klar. Und zwar warpen wir nach Hyrule Stadt. Ja, ja, diesmal nicht in Kakariko, nein. In Hyrule Stadt wartet unser nächster Spendenbedürftiger. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir ihm insgesamt spenden müssen, aber am Ende bekommen wir ein Herzteil dafür. Weil wir so gnädig waren. So. Dann rennen wir schnell auf ihn zu. Es wird schon wieder Abend. Es ist wunderschön. So. Vollgas voraus und noch schnell zum Menschen werden. Denn das ist in der Stadt gar nicht so einfach. Da muss man sich dann einen geeigneten Ort suchen, wo einen keiner sieht. Und das ist, glaube ich, nur bei Thelma. Egal, okay. Wo steht er? Da steht er und wartet, bis die Kassen klingeln. Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden in Hyrule? Ja, für den Frieden, genau. Ja, was ich schade finde, dass man jetzt nicht mehr spenden kann. Immer nur in 50 Rubinschritten, höchstens. Und das ist doof, denn ich habe so viel und das nervt immer wieder, das hier zu machen. So, und nochmal. Und nochmal 50. So. Oh, eine kleine Spende für den Frieden in Hyrule. Bete weiter für den Frieden und eines Tages wird die Liebe auch dich umfangen. Ja, das ist so eine Andeutung auf unsere Belohnung dafür. Und unsere letzten 50 Rubine geben wir her und haben nur noch einen übrig. Und damit haben wir unsere gute Tat für heute vollbracht. Ganze 300 Rubine gespendet. Und jetzt können wir uns wieder zum Tempel warpen. So, wo war das? Hier. Nämlich im Heiligen Hain. Ja, dieses Dungeon ist eigentlich sehr cool. Auch gar nicht so schwer. Ich habe es jetzt nicht schwer in Erinnerung. Das heißt, wir müssten da eigentlich ganz passabel durchkommen. Ohne Probleme. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Wer weiß. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ich fand es eigentlich immer cool. So, wieder zurück zum Tor. Und so wollen wir wieder zum Mensch werden. Und hinaufklettern. Zum Tor in die Zeit zurück. Das ist der Retro-Tempel. So. Open. Hindurch. Ist da eigentlich alles schwarz-weiß? Nein. Sieht nur so aus. Zumindest von hier aus. So. Zurück in der Vergangenheit. Und dann sind wir auch schon in der Eingangshalle von unserem Tempel. Und hier sehen wir, wie es früher einmal aussah. Das ist nämlich genau der gleiche Ort, nur schön und nicht zerstört. Und hier ist die Treppe, die in der Zukunft kaputt ist. Und hier hinter befindet sich das Insekt irgendwo. Und das können wir aber jetzt noch leider nicht holen. Wir können nur diese Vasen hier kaputt machen, weil es Spaß macht. Und da ein gelber Rubin drin ist. So. Und dann heben wir sie hoch und tragen sie und schmeißen sie weg. So, das Herz brauchte ich natürlich. Und sollen wir uns jetzt wieder hier raufstellen und mit denen reden? Nö, oder? Doch, ich glaube, das müssen wir... Oder? Ich weiß es nicht. Nein, müssen wir nicht. Natürlich nicht. Wir rennen einfach weiter. Irgendwo hier müsste denn der richtige Eingang sein. So, hier ist nämlich das Masterschwert verborgen gewesen. In diesem wunderschönen Tempel. Ach ja, wie eine Kirche. So, die Kathedrale. Und wir machen erneut einen Stich mit unserem Masterschwert. Wodurch uns der Weg dann zum Dungeon geöffnet wird. Da, eine leuchtende Treppe. Ja, ihr seht, das Masterschwert hat's voll drauf, ey. Voll die Magie. Zack, 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 da kommt sie, die Tante, mit ihrem komischen Liebling. Ja, die könnte eigentlich gleich bei uns bleiben. Wir finden sie sowieso wieder in irgendeinem Krug und ich weiß nicht, warum sie da jetzt so blöd und blind hineinrennt. Völlig sinnlos.
Aber egal, wir werden sie wieder treffen und dann werden wir sie fragen, warum sie das alles tun. Okay, wir sind im Dungeon und das heißt... Ja, wie heißt es? Na komm, na komm. Es hat keinen Namen. Es ist das Dungeon ohne Namen. Nein, es ist natürlich der Zeitschrein. Natürlich, denn es spielt ja auch in der Vergangenheit. Und wir sehen dort in der Mitte eine riesige Glocke. Und diese hat noch eine ganz besondere Bedeutung, aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Gut, das ist hier auch irgendwie der Hauptraum. Und Midna meldet sich zu Wort. Link, findest du nicht auch, dass mit diesen Statuen irgendwas nicht in Ordnung ist? Bis jetzt waren immer auf beiden Seiten die gleiche Statuen, aber hier ist nur eine. Ich glaube, hier solltest du dich wirklich auf dein Gespür verlassen. Ja, dann machen wir das doch mal. Wenn Midna das schon so ganz unauffällig andeutet, dann lassen wir doch mal unser Gespür aktivieren und dann sehen wir, oh mein Gott! Ja, genau! Hier muss ursprünglich noch eine gewesen sein. Irgendwo hier muss eine sein, die genauso aussieht wie diese hier. Finde sie! Ja, das ist im Großen und Ganzen das Ziel. Denn das ist, glaube ich, sogar schon die Bosstür. Ich weiß es nicht, aber wir werden wieder zu Menschen, denn so ist es schöner. Gut, wir müssen also eine Statue, die genauso aussieht wie diese hier, an diesen Ort schaffen. Und das ist ein weiter Weg. Und wir sehen hier schon einen Schalter, den wollen wir mal gleich aktivieren. So, betätigen, ablegen. Haha, und da fährt eine Stufe nach oben und wir können hinaufgehen. So. Laufen wir die Treppen hinauf. Und da ist sie, die Tante. Hey, warte mal. Genau hierher wollte ich. In diesen Ruinen verbirgt sich die alte Technik meines Volkes. Wir sind hier, wir sind viel herumgeirrt auf unserer Suche. Aber ich glaube, das Ziel liegt direkt vor unseren Augen. Ich etwa? Ich bin ihr Ziel. Ich liege doch direkt vor ihren Augen. Und bald können wir endlich nach Hause zurückkehren. Komm schon! Wir haben es fast geschafft. Hilf uns doch bitte bei der Suche. Da-da-da-da! Ja, wir helfen dir. Sie hat ja nur Angst, dass sie von den Monstern hier gefressen wird. Und deswegen versteckt sie sich in unserer Tasche. Und wieder mal dieses wunderschöne, innovative Rätsel, das wir ja noch nie hatten. Deswegen bin ich jetzt total überfordert. Was soll ich tun? Aber instinktiv springt mir die Lampe in die Hand und geht an. Und da-da-da-da! Eine Schatztruhe erscheint und da wird wahrscheinlich die Schatzkarte drin sein. Nein, es ist ein kleiner Schlüssel. Oh mein Gott, ich habe mich getäuscht. Gut, diesen kleinen Schlüssel werden wir wahrscheinlich sofort brauchen. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal weiter nach oben und erkunden diesen wunderschönen Tempel. So, da sind auch schon die ersten Gegnerchen. Spinnen, oh mein Gott, Spinnen mit nur 4 Beinen. Merkwürdig, merkwürdig. Du bist eine komische Spinne. So, wir sehen hier lauter Gitter, die uns hier den Weg zu den Schatztruhen versperren. Und wir sehen wieder so eine Glocke. Oh mein Gott, was hat es damit bloß auf sich? Und wir haben wieder einen Schalter in der Mitte, der, siehe da, diese wunderbaren Gitter wegfahren lässt. Aber sobald wir den Schalter verlassen natürlich, passiert wieder dasselbe. Und deswegen machen wir einfach dasselbe, was wir gerade eben schon gemacht haben. Denn wir sind ja klug. Und kluge Menschen nehmen einfach mal die Sachen in ihrer Umgebung und stellen sie auf Schalter, damit sich die Türen wieder öffnen. So, und die Spinne macht mich sehr nervös, deswegen muss sie jetzt dran glauben. Bam! Oh, so eine putzige Spinne. Wir hätten es umgekehrt machen sollen. Im Wald-Dungeon so eine kleine Spinne und jetzt diese Master-Spinnen, die da im Wald-Dungeon waren. Yeah, 30 Pfeile! Wuhu! Anscheinend brauchen wir diese Pfeile hier irgendwo. Aber ich gehe jetzt erstmal weg. Oh ja, jetzt wird es nämlich tricky, Leute. Wir müssen diesen Schalter wieder entlasten, um hier durchzukommen. Und das machen wir einfach, indem wir diese Vase kaputt machen. Zack! Und schon hat sich alles wieder umgekehrt und wir können weitergehen. Das ist cool. So, und da kommt der erste Leibwächter. Bam! Und der wird gefinished auf der Treppe. Episch. So. Und das ist auch schon der nächste. Oh nein, da sind 2. Nein, da sind 3. Zack! Bam! Bam, bam, bam. Bam, bam. Ihr seht, die sind eine wahre Gefahr für uns. Stärker als jeder Gegner, den wir hier zuvor hatten.
Oh mein Gott, das ist auch ein Gegner. Der sieht ein bisschen komisch aus. Und er bewegt sich sehr langsam. Wie besiegen wir dieses Ding? Wir schlagen ihn einfach hinten einfach mal in die empfindliche Stelle. Einmal hat wohl nicht gereicht, deswegen... Bam! Autsch. Mann, jetzt stirb halt. So. Also diese Gegner sind eigentlich sehr ähnlich wie die in Wind Waker, nur dass die hier noch total langsam sind. Und dadurch haben wir eine weitere Schatztruhe hervorgerufen. So, und ich würde sagen, das ist ein guter Einstieg. Wir machen noch diese Schatztruhe auf und es leuchtet so wunderschön. Es ist ein Licht. Und nehmen die Dungeon-Karte an uns und damit sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!